Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem ganz besonderen Video, denn das ist Video Nummer 1000. 1000 Videos hier auf YouTube und ich freue mich, dass wir jetzt schon fast 6 Jahre miteinander hier Zeit verbracht haben. Das ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich und ich dachte mir heute zum tausendsten Video gehen wir mal zurück zu den Anfängen, gucken uns das ein oder andere Video ausschnittsweise an und lassen mal ein bisschen die Zeit Revue passieren, denn das ist schon, wie ich persönlich finde, eine krasse Reise hier auf YouTube gewesen. Ich nehme euch alle gerne mit, deswegen würde ich sagen, Feuer frei. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Ja, meine Lieben, das ist Video Nummer 1000 und als ich das heute gesehen habe, dachte ich mir, boah, das ist ja hier nochmal ein bisschen was anderes. Auf meinem Zweitkanal, da sind glaube ich schon 1200 Videos, aber da kommen ja auch jeden Tag 3 Videos. Hier auf diesem Kanal hat alles vor circa 6 Jahren angefangen. Und mit damals ein Video pro Woche, dann irgendwann 3 Videos pro Woche und dann seit circa 2 Jahren 4 Videos pro Woche, hatten wir eine gewisse Konstante. Und diese hat sich bis heute durchgezogen. Es kam in diesen gesamten 6 Jahren nur ein einziges Mal vor, dass ein Video ausgefallen ist. Und das weiß ich noch ganz genau, das war in der ersten Januarwoche 2020, als ich so krank war, dass ich nicht aus dem Bett rauskam. Das war das einzige Mal, dass ein Video ausgefallen ist. Ansonsten wurde dieser Kanal immer zu den regelmäßigen und versprochenen Uhrzeiten bespielt. Und ich nehme euch mal mit auf diese Reise zu dem Kanal. Nämlich, hier seht ihr das, 999 Videos hier oben steht, 999 Videos, das ist das tausendste, das ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht hochgeladen, das heißt 1000 Videos auf unserem schönen Kanal Danny Pelletier, der ja eigentlich gar nicht mehr Danny Pelletier heißt, muss man ja dazu sein, das müsste eigentlich Danny und Maxim heißen, der Kanal, weil dieser Kanal ja aus meinem eigenen Privatleben denn dann zu unserem Privatleben wurde, aber das vielleicht als Erklärung bei der Kanalhistorie. Viele wissen gar nicht, dass das älteste Video dieses hier ist, wie gut kennt mich mein Bester, und hier hat mich mein bester Freund Daniel interviewt, beziehungsweise wir haben Fragen beantwortet, und der Witz ist, das ist ja hier nicht mein erster YouTube-Kanal, das war mein zweiter. Der erste YouTube-Kanal, den ich hatte, auf dem habe ich ja auch Videos hochgeladen gehabt, also ich hatte schon ein bisschen YouTube-Erfahrung, als ich mit diesem Kanal vor 5 Jahren anfing, 5, 6 Jahre, die Zeit ist immer gerundet. Deswegen gucken wir doch mal rein in den Vergangenheits-Danny, wie ich auf die ein oder andere Frage von meinem besten Freund Daniel reagiert habe. Feuer frei. Zweite Frage, was ist mein Lieblingstier? Es sind 2, muss ich dazu sagen. Also du hast 3 Katzen, ich würde jetzt mal... Sag das nicht. Die Leute denken, ich bin die Katzenlady von den Simpsons. Er hat nicht 3 Katzen. Du hast keine Ahnung, ne? Aber das ist auch schwierig. Das könnten auch Hunde sein. Ja, das ist, das ist der Hund. Ja. Und das zweite Tier, das kennst du nicht. Also das Tier kennst du wahrscheinlich schon, aber... Ich will kein Tier. Aber wahrscheinlich weiß ich, dass es mein Lieblingstier ist, ist der Kolibri. Ein Vogel. Ja, ich finde das super, dass ein Vogel, glaube ich, innerhalb von ein paar... Ja, das war eins meiner ersten Videos hier auf dem Kanal. Und wenn ich mich so anschaue, 30 Kilo leichter, aber vor allen Dingen auch deutlich unerfahrener. Aber diese Art der YouTube-Videos, die haben sich damals zu dem Zeitpunkt wirklich gut durchgezogen. Wir hatten viele solche Videos. Es gab auch mal ein Video Ärger mit O2. Ja, hier habe ich mich damals ein bisschen über O2 beschwert. Und dann kamen so private Sachen wie Kürbisschnitzen, 10 Fakten über mich und dann damals meine Low-Carb-Ernährung vor 5 Jahren mit 400 Aufrufen auch schon gevloggt. Und dann habe ich dann angefangen mit Gay Talk. Das war so ein bisschen... ja, Aufklärungskontent, um quasi auch, so wie ich damals, in diesem verrückten Social-Media-Schwulen-Bereich klarzukommen. Und das zog sich denn dann eigentlich eine relativ lange Zeit. Ihr könnt ihr das schon sehen, das waren sehr viele Vlogs. Mein erster Köln-Vlog war auch vor 5 Jahren. Ich erinnere mich an das Video wie heute. Es gab den Haustiertag mit Liam und natürlich dann meinen Jahresrückblick 2018. Und hier kann man dann schon wirklich sehen, irgendwann kam ich dann mit meinem YouTube-Kanal dahin, Filme vorzustellen. Und dann seht ihr hier schon,
Maxim. Und dann relativ schnell kam dann auch Maxim in mein Leben. Und das war dann schon im Jahre 2019. Und dann wurde der Content auch ein bisschen anders. Zwar habe ich noch meine Linie, kann man das ja sehen, immer noch mit den verschiedenen Gay-Talk-Formaten fortgeführt. Aber es kamen weitere Filmvideos und dann wurde es immer mehr. Ich habe mit Maxim zusammen Videos gemacht. Wir haben einige Sachen gevloggt. Hier noch eigentlich relativ wenig. Ne? Das wurde dann irgendwann denn immer mehr. Hier waren wir dann das erste Mal im Fichtelgebirge. Hier hatte ich noch ein Interview gehabt. Und hier habe ich noch ein bisschen Beauty nebenbei gemacht. Aber das zog sich denn immer mehr hin. Und wir hatten so eine Mischung aus Partnerschaftscontent, also Maxim und ich, und mein privater Kanal, wo ich ein paar Sachen gemacht habe, wo ich gesprochen habe, Fragen beantwortet habe, Hater-Kommentare gemacht habe. Also es war so das, was man gemacht hat. Ihr seht ihr schon, dann waren die Videos 4 Jahre alt. Hier wurde der Pelletier-Verlag denn quasi so ein bisschen geboren. Der Pelletier-Verlag ist das 5 Jahre alt. Ich sage, die Zahlen sind aufgerundet. Und so zog sich das dann über den gesamten Zeitraum durch. Und das so zu sehen, das macht mich natürlich stolz, auf diese Arbeit zurückzublicken, wie viele Videos hier einfach zusammengekommen sind. Ein großes Highlight war natürlich im Jahre 2019, als ich viele von euch auch getroffen habe. Und das war wirklich für mich was ganz Besonderes, nämlich das erste Mal auf Zuschauer zu treffen, die mich kannten von meinen Videos, natürlich auch durch Maxim, mit denen ich denn dann ins Gespräch gekommen bin und die mich denn dann auch gelobt haben, gesagt haben, ich finde das richtig klasse, was du da machst auf YouTube, Danny. Und deswegen würde ich sagen, dass die Glow 2019 für mich nochmal ein sehr, sehr wichtiger Moment war, um weiter für euch Videos zu produzieren. Und da gucken wir einfach mal kurz rein, wie das damals auf der Glow war. Maxim, freust du dich schon auf die Glow? Ja, mega. Ich bin richtig aufgeregt gerade. Wie doll? Von 1 bis 10? 11. Du hast das Spiel nicht verstanden. 10. Wann sind wir denn da? Ja, ich gehe jetzt schnell duschen, dann ziehe ich mich an und dann rufe mir ein Taxi. Ist das der Schlafanzug, den du gestern auf der Party anhattest? Ja. Oh weia, warum hast du die denn immer noch an? Ja, weil der so bequem ist und es ist so kalt heute. Ist es kalt? Ich finde schon. Geh doch mit dem Schlafanzug auf die Glow. Nein. Warum nicht? Das mache ich nicht. Aber es wäre bestimmt total lustig. Ja, aber es ist ja keine Spaßveranstaltung. Ist es nicht? Ja, so war das damals mit Maxim vor so vielen Jahren, wo wir uns auch schon gemeinsam für die Glow fertig gemacht haben und uns auch da wirklich extrem drauf gefreut haben. Wenn wir weiter in diese Historie gehen, dann werdet ihr auch noch ein anderes Thema sehen, welches natürlich auch sehr, sehr, sehr krass für diesen Kanal war, nämlich alles rund zum Thema das Horrorhaus, das Haus, was ich im Jahre 2019 geerbt habe. Das war ja schon eine wirklich spookige Geschichte, die ich hier auch in einem Buch, das Spukhaus, eine wahre Geschichte, niedergeschrieben habe. Und das war nochmal so ein Moment, wo YouTube für mich sehr, sehr wichtig war, auch zum Thema Verarbeiten. Das war dieses Video hier mit 40.000 Aufrufen. Hilfe, ich habe ein Haus geerbt. Haustour. Und dann ging es hier wirklich in einer Tour durch die verschiedenen Videos. Entrümpelung. Dann hatten wir grausame Wahrheit. Und ich glaube, viele Zuschauer, die jetzt noch da sind, kommen auch genau aus dieser Zeit, wo dieses Horrorhaus so eine große Rolle gespielt hat. Und dieser Content zog sich dann ja fast ein Jahr, immer natürlich mit Seitenverweisen auf andere Themen noch. Wir haben viel gekocht, Maxim und ich. Wir waren natürlich weiter noch ein bisschen noch auf Kurzurlauben. Ab und zu gab es so Ernährungsumstellungsversuchen. Hier habt ihr es auch wieder. Neues Leben. Maxim und Danny gehen zum Sport. Das waren dann hier Vertretungen. Maxim hat mit mir gekocht, beziehungsweise alleine gekocht. Wir haben Fotos gemacht. Also ihr seht, es war immer so ein kleiner roter Faden bei diesem Kanal, der euch auch sämtliche Geburtstage von uns gezeigt hat. Hier seht ihr zum Beispiel Maxims 25. Geburtstag und ich habe euch auch so ein bisschen gezeigt, was im Pelletier-Verlag funktioniert und passiert. Und dann haben wir hier nochmal ein Jahres Verabschiedung ins neue Jahr 2021 und so zog sich das dann weiter. Diese ganze Horrorhaus-Geschichte, das war schon wirklich super spannend und irgendwann wurde denn aber diese Horrorhaus-Geschichte abgelöst. Ihr seht hier nochmal, ihr habt wie den Wasserschaden gehabt, ja, dann aber nochmal abgelöst mit Content, wo wir auf Haussuche waren, also Maxim und ich. Und da gab es denn dann viele Hausbesichtigungen. Ihr seht das schon, Haus gefunden, kein Ausweg, hier haben wir den Junggesellenabschied nochmal kurz gevloggt und, also nicht von mir, von meinem besten Freund, aber das war so genau das Thema, wo dann Max und ich auf Haussuche waren und das war auch nochmal ein langer Zeitraum, wo wir einfach über
Hausbesichtigungen gesprochen haben, bis wir denn dann vor 2,5 Jahren in unser Haus gekommen sind, wo wir denn jetzt quasi noch mehr diesen Paar-Beziehungskontent haben und noch mehr auf das, was wir hier eigentlich machen, eingehen konnten. Und das ist wirklich eine große Reise, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, auch für viele Zuschauer ist es echt schwierig, wenn man jetzt den Kanal neu entdeckt hat, echt schwierig, in die Themen reinzukommen, weil das einfach alles so lange zurückliegt. Man könnte jetzt 1000 Videos sich anschauen und hätte denn dann wirklich die letzten 6 Jahre aufgearbeitet, was wir so alles erlebt haben. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der alle Videos kennt, außer ich, der die Videos ja gedreht hat. Aber ich glaube, dieser Kanal, das ist eine unglaubliche Geschichte und deswegen ist es jetzt an der Zeit für mich auch wirklich zu sagen, Dankeschön. Dankeschön für 17.700 neugierige Zuschauer, die seit circa 6 Jahren bei 1.000 Videos Anteil genommen haben an schönen Momenten, an traurigen Momenten, an erschreckenden Momenten, die Teil unseres Lebens waren über einen so langen Zeitraum und uns begleitet haben und einfach viel, viel Spaß mit Maxim und mir hatten und natürlich auch einfach immer dran geblieben sind. Denn ich kenne das ja selbst, auch ich verfolge ja YouTuber und mich interessiert ja nicht immer jedes Thema, jedes Video. Aber die Kunst ist es, denn doch wieder auf den Kanal zurückzukommen und sich ein anderes Thema anzuschauen, was einen interessiert. Und das ist nicht selbstverständlich. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Und natürlich gibt es Kanäle, die viel, viel schneller wachsen. Aber das war, ja, ich hätte den Kanal, wenn es danach gehen würde, ja nach 2 Jahren zumachen können. Aber ich habe gesagt, nein, das soll so ein bisschen unser Tagebuch sein für unser Privatleben, für das, was wir machen. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Danke für 1000 Videos mit euch. Danke für eure Likes, Dankeschön für eure Kommentare und natürlich auch danke fürs Teilen. Auf die nächsten 1000 Videos, ja, dann sehen wir uns in 6 Jahren wieder. In 6 Jahren bin ich 41, bin jetzt 35. Das wird lustig werden, aber ich glaube, so lange wird YouTube uns definitiv erhalten bleiben, denn Maxim und ich, wir fangen jetzt erst an, meine Lieben. Ich wünsche euch alles Gute, Dankeschön fürs Einschalten und bis übermorgen. Ciao.